Der SV Wackerburghausen wartet seit 4 Partien auf einen Sieg, musste zuletzt wegen Corona pausieren. Eigentlich keine guten Voraussetzungen, um Tabellenführer Bayreuth ein Bein zu stellen. Allerdings schöpfen die Hausern in Weiß Kraft aus dem 3:2 Hinspiel-Coup. Auswärts sind die Oberfranken aber mit 31 von 33 möglichen Punkten eine absolute Macht. Und das wollten die Gäste vor den rund 700 Zuschauern, darunter ein Gutteil auch aus Bayreuth, offenbar gleich mal unterstreichen. Alexander Neuenberger mit dem ersten zeigenswerten Abschluss der Spielvereinigung nach nur 2 Minuten. Doch auch Burghausen, zuletzt ja etwas durchgereicht bis auf Platz 6, gewillt hier mitzuspielen. Die Hereingabe von Lukas Matzak durchaus gefährlich, Tobias Weber rettet dafür die Gäste. Und die waren zunächst das optisch leicht überlegene Team mit den gefährlicheren Ansätzen. In der 10. Minute kommt Markus Ziereis an der Strafraumgrenze ziemlich frei zum Abschluss, hat aber das Visier noch nicht richtig eingestellt. Wenig später geht es dann über die andere Seite, doch Neuenberger hätte da auch etwas mehr Zielwasser gebraucht. Abwechslung muss sein, deshalb jetzt wieder ein Bayreuther Angriff über rechts. Gute Hereingabe da von Ivan Knesevic, aber Wacker-Kapitän Felix Bachschmidt rettet in höchster Not. Bis zur Pause war dann allerdings eher Leerlauf angesagt, ehe Kevin Hingerl in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Distanzschuss nach einer abgewehrten Ecke auch nochmal für einen Strich auf dem Chancenzettel der Hausherren sorgte. Und auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Wacker, der so ab der 30. Minute zunehmend die Spielkontrolle übernommen hatte, am Drücker. Robin Ungerads Abschluss in der 54. Minute aber zu harmlos. Dann die 65. Minute. Georgios Spanoudakis schickt Andrei Leipold, der überläuft seinen Gegenspieler, lupft an das Leder zwar über Sebastian Kolbe, aber eben auch knapp am Tor vorbei. Das war aber offenbar ein Weckruf für Bayreuth. Im direkten Gegenzug kommen auch sie zur ersten guten Chance der zweiten Hälfte. Ziereis bringt aber das Leder nicht wirklich unter Kontrolle. Doch in der 70. Minute sah es anders aus. Tim Dannhoff schneller als Hingerl und seine Hereingabe verwertet Neuenberger zu seinem 7. Saisontreffer. Die Oberfranken also mit dem ersten Punch in dieser Partie. Burghausen in der Folge um eine Antwort bemüht und 6 Zeigeumdrehungen später bietet sich Ungerad die Riesenchance zum Ausgleich. Er scheitert aber an Kolbe. Und das war am Ende auch der Unterschied in dieser Partie. Bayreuth nutzt eine seiner wenigen Möglichkeiten. Die Oberbayern lassen dagegen 2 Topchancen liegen und gehen letztlich als 0:1 Verlierer vom Platz. Wie letzte Woche auch. Ich denke, heute fällt das Fazit extrem schwer wieder. Weil ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht und am Ende, glaube ich, haben wir die deutlich besseren Torchancen in der zweiten Halbzeit. Ja, ich denke, du musst halt irgendwann mal ein Tor machen. Also es ist relativ einfach im Fußball, wenn du allein vorm Tor stehst, dann solltest du das Ding reinmachen. Wir hatten heute ein dickes Brett zu bohren hier auswärts, das wussten wir. Aber wie die Mannschaft das heute über 90 Minuten umgesetzt hat, das war großer Sport, muss ich ehrlich sagen, von außen auch anzusehen. Und deswegen muss ich der Mannschaft heute ein großes Kompliment machen, dass sie hier heute 1-0 souverän gewonnen hat, ja, auf die Chance gelauert hat, kompakt gestanden ist und dann das Tor gemacht hat zum Sieg. Das war großartig heute, aber auch unsere mitgereisten Fans, ja, was die heute hier Stimmung gemacht haben, das war ja fast gefühlt ein Heimspiel für uns heute und deswegen rundum gelungener Freitagabend Flutlichtspiel. Bayreuth revanchiert sich also für die 2:3 Hinspielniederlage und baut seine unglaubliche Auswärtsserie weiter aus. Burghausen ist dagegen nach dem 5. sieglosen Spiel in Folge endgültig im Tabellenmittelfeld angekommen.